Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ich möchte euch heute mal wieder eine ganz günstige Uhr vorstellen. Ja, eine Uhr, die ehrlich gesagt schon einige Monate in meinem Besitz ist. Ich meine, ich habe die Uhr damals auf AliExpress Ende letzten Jahres, November, Dezember rumgekauft. Ganz, ganz günstige Uhr. Ich habe eben nachgeschaut. Ich habe damals 18 € noch was bezahlt und auch aktuell ist die Uhr immer noch für einen ähnlichen Kurs zu haben. Also für um die 20 € ist man auf jeden Fall dabei. Ja, bei mir ist das manchmal so, am Wochenende, ich setze mich morgens mit einer Tasse Kaffee an den Rechner und scrolle einfach mal AliExpress durch. Und ja, oft ist es so, dass man da die ein oder andere spannende Uhr findet. Gerade bei den günstigen Exemplaren werde ich dann immer schwach und ja, bestelle mir so eine Uhr dann öfters mal einfach nur, um sie mal anzuschauen, zu schauen, was man fürs Geld kriegt. Und ich finde, gerade auch hier für so ein Video ist das aus meiner Sicht immer interessant, mal so eine günstige Uhr anzuschauen. Ne? Das ist was, was man nicht überall sieht und ja, meiner Meinung nach immer recht spannend. Ja, dann will ich die Uhr hier direkt mal ins Bild legen. Hier zentral auf der 12-Uhr-Position sieht man schon das Markenlogo. Belushi steht dort geschrieben. Belushi Design 2022, um exakt zu sein. Ja, so ein typischer AliExpress-Anbieter. Gibt von dem Hersteller die ein oder andere Uhr im untersten Preisbereich. Wobei mir persönlich dieses Modell hier am besten gefällt. Ich fand das jetzt vom Design her einfach ganz ansprechend. Wir haben hier prinzipiell ein helles, ja, cremeweißes Ziffernblatt und dann arbeitet man mit schwarzen Kontrasten. Wir haben hier, ja, diese Tachymeterskala, die natürlich mit der Sekundenhand relativ wenig Sinn macht. Naja, gut, sei es drum. Dieses Lünetteninlay hier in schwarz gehalten. Natürlich in dem Fall kein Keramik-Inlay, das ist logisch. Und auch ansonsten dann weitere schwarze Farbakzente. Wir haben hier drei Subdials, die sind schwarz gehalten. Und entsprechend auch dunkle Indizes und Zeiger. Das finde ich ganz interessant. Das ist hier so ein Gunmetal Gray, so ein, ja, Smoke Gray, wie auch immer man das nennen möchte. Also ist so ein leicht abgedunkelter Chrom, würde ich fast sagen. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben. Ja, und das finde ich persönlich vom Farbdesign her auf jeden Fall sehr interessant. Es gibt die Uhr prinzipiell auch noch in einer anderen Farbvariante, in Blau gehalten. Sieht auch nicht schlecht aus, da ist dann das Armband auch in Dunkelblau. Was ich da aber dann so ein bisschen too much finde, ist, dass dann entsprechend diese Indizes und Zeiger, die hier jetzt in diesem Grauchrom gehalten sind, dann in so einem Blauchrom gehalten sind. Und das ist mir so ein bisschen zu viel. Das geht so ein bisschen in die Richtung Kirmes. Deswegen, ja, finde ich jetzt hier diese schwarze Farbvariante gar nicht mal so schlecht. Ja, ansonsten seht ihr, Chronographenfunktion ist vorhanden. Wir haben hier drei Subdials. Das linke Subdial, ganz interessant, steht drauf China Panda. Gut, von der Farbvariante her ist es auch ganz klar, eine Panda-Uhr. Recht simple Funktion, zwei Chronodrücker. Oben starten wir, unten haben wir den Sekundenzähler. Dieses China Panda Subdial ist der Minutenzähler. Und rechts haben wir dann eine 24-Stunden-Anzeige. Ja, das passt also. Ihr seht hier oben starten. Dann entsprechend mit demselben Chronotaster stoppen und unten zurücksetzen. Funktioniert auch gut. Die Passgenauigkeit der Zeiger lässt sich auch einstellen. Da muss man einfach die Krone rausziehen und dann kann man vor- und zurückdrehen. Das passt also auch ohne Probleme. Also hat man auf jeden Fall immer passend hier den 12 Uhr oder 60 Sekundenpunkt getroffen. Was ein bisschen schade ist, dass man kein wirkliches haptisches Feedback bei den Drückern hat. Aber ich sag mal, bei so einer 20-Euro-Uhr, ja, ist das sicherlich in Ordnung. Ansonsten haben wir hier unten nochmal ein Datumsfenster, auch mit Schnellverstellung. Ich kann euch ehrlich gesagt nie sagen, was hier für ein Werk drin ist. Ich habe die Uhr jetzt nicht aufgemacht. Es wird nicht mit einem japanischen Werk geworben. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass Miyota oder sowas verbaut ist, sondern wahrscheinlich, ja, ein typisches, günstiges China-Quarzwerk. Aber ich habe die Uhr jetzt schon seit November, Dezember hier liegen. Sie läuft immer noch. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Nein, also in der Regel ist das so, dass diese günstigen China-Werke eigentlich auch recht zuverlässig laufen. Da muss man sicherlich mal nach 2 Jahren die Batterie wechseln, aber sonst ist da eigentlich nichts mit, ne? Und ja, also das finde ich hier für um die 20 € auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Ja, dann wollen wir uns mal die Gehäuseabmessung anschauen. Wir haben hier einen Gehäusedurchmesser von 41 mm. Ein Hornabstand von 47,5 und eine Gehäusedicke von 12 mm. Das Band misst am Anstoß klassische 20 mm und die Uhr ist extrem leicht, wiegt um die 80 Gramm hier mit dem Lederband. Also ich feder leicht das Teil. Und das liegt natürlich daran, dass die Uhr logischerweise nicht aus Edelstahl ist. Wir sehen schon, hier ist alles am Glänzen, auch zwischen den
zwischen den Lacks hier ist alles glänzend. Das ist natürlich bei einer 20-Euro-Uhr nicht alles poliert, sondern wieder dieses typische ja, Zink-Nickel beschichtete Material, was man halt von günstigen Uhren kennt. Weiterer Indiz dafür ist, dass hier auf dem Gehäuseboden Stainless Steel Back aufgedruckt ist. Und ja, das bedeutet, Gehäuseboden ist aus Edelstahl, der Rest aber folglich nicht. Weiterhin finden wir hier die Angabe, dass die Uhr 30 Meter wasserdicht ist. Es ist hier auch nichts verschraubt, ganz einfach geklippter Gehäuseboden. Hier hat man dann diesen Einschub, wo man entsprechend mit dem Werkzeug das Ganze aufhebeln kann. Chronodrücker und auch Krone sind nicht verschraubt, also auf keinen Fall schwimmen gehen. Also ein bisschen Regen oder Hände waschen ist natürlich kein Problem. Das sollte klappen. Ja, so viel dazu. Viel mehr gibt es dann eigentlich auch zur Ausstattung gar nicht zu sagen. Also wir haben hier logischerweise auch kein Saphirglas verbaut, sondern ein flaches Mineralglas. Das steht auch nicht ab, sondern liegt hier recht plan auf der Lünette. Die Lünette an sich ist auch so ein ganz kleines bisschen nach oben zulaufend. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, das Inlay wird wahrscheinlich Kunststoff sein. Kommt werkseitig auch nochmal mit so einer Schutzfolie. Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, für um die 20 Euro, also ich habe, wie gesagt, 18 Euro bezahlt, ist das gar nicht schlecht. Wir haben hier ein Echtlederarmband verbaut. Das ist ja in der Regel so, das Innere hier ist Leder und das Äußere ist dann trotzdem irgendwie Kunststoff. Ne? Und das Band ist natürlich recht knochig. Aber nichtsdestotrotz, wenn man so ein Band einzeln bestellt, es ist jetzt nicht die allerschlechteste Qualitätsstufe. Es gibt auf AliExpress teilweise diese Lederbänder für 2-3 Euro, die sind echt nochmal schlechter. Und so ein Band legt man normalerweise 5-6 Euro hin. Ja, wenn man dann mal überlegt, 18 habe ich bezahlt, bleiben 12-13 Euro für die Uhr. Und dann muss die Uhr ja auch noch irgendwie aus China nach Deutschland kommen. Also ich finde das immer wieder interessant, wie sowas gemacht werden kann. Die Arbeitnehmer leiden da sicherlich so ein bisschen drunter. Naja, aber wir kriegen auf jeden Fall sehr günstig hier Uhren. Ich finde es eigentlich immer ganz interessant, sowas mal auszutesten. Und muss sagen, dass ich hier jetzt definitiv nicht negativ überrascht bin. Also man muss natürlich immer schauen, mit welcher Erwartungshaltung man da rangeht. Man wird natürlich jetzt keinen mechanischen Chronographen für das Geld kriegen, ist logisch. Aber ich denke, für um die 20 Euro ist das durchaus eine Uhr, die man tragen kann. Also ich bin für den Preis auf jeden Fall zufrieden, finde das Teil gar nicht mal so schlecht. Ja, der Name sieht natürlich schon billig aus, Belushi. Hört sich jetzt nicht unbedingt toll an, liest sich nicht so schön, aber ansonsten sieht das Ganze recht aufgeräumt aus. Ich mag ja generell diese Panda-Optik bei Chronographen und gerade auch dieses Off-White-Creme-weiße Ziffernblatt sieht echt nicht schlecht aus. Ja, dann würde ich sagen, setze ich die Uhr hier direkt einmal auf. Wie gesagt, dieses Lederband ist doch recht knochig. Ich habe sie jetzt schon das ein oder andere Mal getragen, natürlich in den ganzen Monaten, aber ja, so richtig weich wird es auch durchs Tragen nicht. Aber ihr seht schon, am Handgelenk sieht die Uhr echt gar nicht mal so verkehrt aus. Also, ja, wie gesagt, sieht eigentlich nicht nach 20 Euro aus. Ich mag die Optik recht gerne. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Hommage ist. Also, ja, vielleicht so ein bisschen in die Omega Speedmaster Richtung, aber eher im Entferntesten, hätte ich fast gesagt. Also nicht so wirklich. Nee, echt ganz interessanter Chronograph, den man mal aussetzen kann, wenn man keine Angst um seine Uhr haben möchte. Ja, wir haben auch Leuchtmasse übrigens verbaut auf den Zeigern und auch ganz, ganz kleiner Klecks an den jeweiligen Indizes. Allerdings kann ich euch sagen, habe ich jetzt ausprobiert, ist nicht der Rede wert. Das sparen wir uns, da gehen wir jetzt gleich nicht in die Dunkelkammer rein und testen da mit unserem UV-Licht. Also Leuchtmasse ist vorhanden, aber logischerweise bei dem Preis echt nichts Besonderes. Ja, dann nehme ich euch nochmal einmal ganz kurz mit nach draußen, schauen wir uns die Uhr im Tageslicht an und dann verliere ich nochmal ein paar Worte zum Fazit.
Ja, da soll es dann auch schon wieder zur Vorstellung des wirklich sehr, sehr günstigen Belushi-Chronographen gewesen sein. Es ist eine Uhr, wo man natürlich bei dem Preis Abstriche machen muss und für viele Leute sicherlich pauschal schon mal gar nicht interessant. Ich persönlich finde es für mich einfach mal spannend, so eine Uhr mal auszutesten. Man sieht die Uhr dann auf den Bildern und denkt sich, Mensch, wie sieht so eine Uhr für das kleine Geld dann aus? Und gut, da ich sowieso den YouTube-Kanal habe, nehme ich euch dann einfach mal mit. Dann ja, könnt ihr da auch gerne mal teilhaben. Wie gesagt, hin und wieder gibt es sowas mal. Ich finde es immer ganz interessant. Ich hoffe, auch für euch ist das Thema ganz spannend. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao!